Ein kleiner Zwischenruf zur großen Klimakonferenz. Was bisher in Glasgow vereinbart wurde, ist auf jeden Fall schon mehr als Blabla. Auf der Habenseite stehen Allianzen für die Reduktion der Methanemissionen, für den Schutz der Wälder und für den Kohleausstieg. Wenn das so umgesetzt wird, wird die globale Erwärmung um ein paar Zehntel Grad geringer ausfallen und das ist gut so. Jedes Zehntel zählt. Aber auch dann bewegen wir uns immer noch auf eine plus 2,5 Grad Welt zu, mit einer dramatischen Zunahme von Krisen aller Art. Weshalb bewegt sich die Staatengemeinschaft trotz aller Proklamationen und Appelle so langsam? Eine nüchterne Erklärung ist, dass die meisten Staaten der Welt nach wie vor andere Prioritäten verfolgen. Aus der Armut herauszuwachsen und den Lebensstandard zu erhöhen, ist die Top-Priorität für die Gesellschaften des globalen Südens. Auch in den allermeisten Industriestaaten ist Klimaschutz gut und schön, aber nur, wenn er nicht zulasten von Wohlstand und Beschäftigung geht. Die Präsidenten Chinas und Russlands sind erst gar nicht nach Glasgow angereist. Das ist ein klares Signal. China verbrennt mehr als die Hälfte der Kohle weltweit und stößt mehr als 30% der CO2-Emissionen aus. Russland ist der weltgrößte Exporteur fossiler Energieträger. Aber auch für Länder wie Indien und Brasilien ist klar, wo die Prioritäten liegen. Und in Afrika hat der Aufbruch zu einer modernen Industriegesellschaft gerade erst begonnen. Zu glauben, die wohlhabenden Länder des Nordens könnten sich so stark einschränken, dass die Länder des Südens noch 20 oder 30 Jahre weiter CO2-intensiv wachsen können, ist völlig irreal. Auf Entwicklungs- und Schwellenländer entfallen heute bereits 2/3 der Treibhausgasemissionen. Wir müssen also gemeinsam die Kurve kriegen. Wenn aber ein weiter so ökologisch verheerend ist, und zugleich wirtschaftliches Wachstum für die große Mehrheit der Weltgemeinschaft nicht zur Disposition steht, dann gibt es nur einen Ausweg. Es muss gelingen, wirtschaftlichen Wohlstand und Umweltverbrauch zu entkoppeln. Alles hängt davon ab, dass im globalen Maßstab der Übergang zu Green Growth gelingt, zu einer klimaneutralen und umweltfreundlichen Wirtschaftsweise. Das ist kein Science Fiction. Wir wissen im Prinzip, wie es geht. Erstens mit einer Energierevolution, die fossile Energieträger durch erneuerbare Energien ersetzt. Zweitens einer Effizienzrevolution im Umgang mit knappen Ressourcen, aus weniger Rohstoffen mehr Wohlstand erzeugen. Und drittens mit dem Übergang zu abfallfreien Wertstoffkreisläufen, in denen jeder Reststoff wieder in die industrielle oder landwirtschaftliche Produktion zurückkehrt. Zusammengenommen ist das nichts weniger als eine grüne industrielle Revolution. Das ist der wichtigste Beitrag, den wir in Deutschland und Europa im Wettlauf gegen den Klimawandel leisten können. Zu zeigen, dass Entkopplung funktioniert und grünes Wachstum möglich ist. Die Klimawende muss auch ein ökonomisches und soziales Erfolgsmodell werden. Nur dann ist sie global anschlussfähig. Das schafft man nicht mit ein paar Einschränkungen hier und ein paar Verboten dort, sondern nur mit einer großen Innovations- und Investitionsoffensive. Nebenbei finanzieren wir damit auch die Lernkurve für Elektromobilität, für Wasserstoff, klimaneutrale Chemie- und Stahlproduktion, für umweltfreundliches Fliegen und all die anderen grünen Technologien, die für eine nachhaltige Zukunft nötig sind. Die ökologische Transformation der Industriegesellschaft ist kein 100-Meter-Sprint, sondern ein Marathonlauf. Glasgow ist nur eine Zwischenetappe auf diesem Weg. Keine Panik, Leute. Wir schaffen das.